wird passen, Spiel, weil ich will, dass es passt. Ach komm, du mieses Stück, lass das. Ich hab dir einen Befehl erteilt und der Befehl war, mach es passend. Wir können hier drei Windmühlen hin. Und der Bäcker wird damit glücklich. Haben wir Waffen? Wie sieht's damit aus? Ja. Das heißt, wir können jetzt günstiger unsere Armee ausheben. Mit den letzten zwei Goldmünzen, die wir haben. Dann für dieses Gebiet auch noch kriegen. Lagerhaus ist voll. Ihr seid übrigens Geologen. Das soll nur sichergestellt sein, damit ihr euch nicht durch die Minen durchfräst, wie die letzten Wahnsinnigen, die ihr seid. Hatten wir hier gesichert, oder? Hatten wir nicht. Ihr seid Geologen. Damit lösen sich auch unsere Steinprobleme und wir müssen die Steinbrüche gar nicht mehr ankratzen. Damit der seine Armee hat, kann der hier dieses Gebiet hier einnehmen. Dort holen wir uns dann wahrscheinlich sehr viele Keulen her. Dass uns die Dinger auf gar keinen Fall ausgehen können. Einmarsch. Quicksave. Ich bin so paranoid, ich weiß. Wir können also von unserem Verbündeten die Handelsposten benutzen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Das Problem ist, nicht mehr ewig. Es gibt nur diesen einen... Wisst ihr, wir haben hier die Möglichkeit für einen Hafen, aber es gibt nur diesen Hafen dort unten. Um da dran zu kommen, wird eine Plage. Also verlassen wir uns lieber erstmal nicht auf den Handel. Und ignorieren den. Vorerst. Das ist noch nicht nötig. Wir müssen uns gerade sowieso überhaupt keine Befestigung zulegen. Ich meine, wir werden uns trotzdem unsere Hauptstadt befestigen, einfach weil es fesch aussieht, hier Mauern zu haben. Aber wir müssen es nicht. So, du wirst unter reguläre Nahrung gesetzt. Keulenmann. Dich setzen wir auch unter... Und dich setzen wir unter Würstchen. Bäckermann, dich setzen wir unter einfache Verpflegung. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Neue Prestigestufe, eine weitere Belohnung. Diese Belohnung wollen wir uns ausgezahlt kriegen in... Ich denke in Werkzeug, oder? Ja, in Werkzeug. Prestige. Steinwelle sind jetzt eine Option. Ausgebaute Truppen. Händlergildenausbau, Kathedralenausbau. Kasernenausbau zuerst. Wo kommen wir an Pater ran? Schmuck, wenn wir brauchen. Und dafür, das wäre hier, dafür wäre hier Platz gewesen. Jetzt aber nicht mehr. Wir brauchen auch wieder reguläres Holz. Sollten wir uns von hier oben aus beschaffen. Oder hier. Beschaffen wir uns das reguläre Holz von hier drüben. Und hier benutzen wir das Gebiet ja für nichts anderes. Dann kommen wir zwei Holzfällerhütten und eine Försterei. So, jetzt haben wir hier zumindest eine Ausrede von Verteidigungsmaßnahmen. Die nicht zu unfesch aussieht.
Alles fließt eigentlich gerade ganz gut. Schmuck werden wir brauchen. Da kommt hier ein Lagerhaus rein. Lagerhäuser sollen für mich jetzt einfach komplett ausgebaut werden, damit das Ganze hier schneller vorangeht. Wenn wir das machen, sagst du mir dann, ich darf das? Das Spiel sagt mir dann, ich darf so tun, als dürfte ich das. Okay. Eine Goldschmiede. Wir werden nicht viel Schmuck brauchen, also müssen wir nicht vollkommen übertreiben. Und wir können Kleidung dann direkt hier herstellen, wenn wir wollen. Oder uns noch eine weitere Münzprägerei reinzwiebeln. Ich würde sagen, danach machen wir lieber auch zwei Münzpräger dazu. Ich möchte, dass ihr mal Pause macht. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Die Fischbestände müssen sich ein bisschen erholen. So, Mehl wird jetzt darüber geschippert. Da fehlt an Getreide. Wir brauchen noch ein weiteres Lagerhaus, das dazwischen geklemmt wird. Weil ihr ansonsten auf euer Leben nicht klarkommt. Wieso ist hier überhaupt Getreide noch? Wer auch immer das schon verbrochen hat, gehört geschlagen. Jetzt müssen wir noch ein weiteres gehobenes Wohnhaus hier hin. Einfach für den Bevölkerungsplatz. Gut, hier. Von hier aus können wir noch mehr Keulen kriegen. Zuerst mal Lagerhaus. Dann an den Arsch der Welt hier hinten hin, weil wir auch expandieren wollen. Hier ist eine Bauhütte daneben. Dann hier hin. Forstete. Da können wir ohne weiteres drei Jäger ranklemmen. Und die sitzen wir dann auch unter reguläre Nahrungsmittel. So, der Fischbestand erholt sich hier langsam. Steine. Steine sehen gut aus. Das bedeutet, Zeit für Ausbauten. Entlang dieser Ader. Weil hier halt unser ganzes Getreide lang fließen wird. Und unser Gold. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir das hier schön aufwerten müssen. Ausbau. So, unser Holz fließt hier entlang. Also muss das auch ausgebaut werden. Und das waren unsere Steine. Waren sie noch nicht ganz? Jetzt waren es unsere Steine. Vielleicht sollten wir uns temporär doch diese Steinminen kurz mal leer prügeln. Die werden dann wieder abgerissen, wenn die fertig sind. So, was gibt's hier schon wieder? Da ist ein Siegpunkt, ein großer Wütender. Drakorian handelt sich hier ordentlich durch. Da gibt es eine Prestigestufe, die wir uns erhandeln könnten. Heißt das theoretisch, Drakorian könnte die ganze Zeit schon bei uns handeln, macht das aber nicht. Herzallerliebst. So, drei Prestigestufen brauchen wir noch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Roden wir mal ganz kurz die ganzen Bäume hier oben weg.
Weiche, was hat der jetzt schon wieder? Was hat der schon wieder erhandelt? Aha. Der Junge kriegt dich auch einfach nicht ein. Die ganze Welt muss ihm gehören, habe ich das Gefühl. Okay, weiter ausbauen ist hier nicht möglich. Für den Friedhof aber. Befestigungsausbau zuallererst. Hier funktioniert alles. Ich sehe kaum was Wütendes. Gut. Wie sieht es mit Holz aus? Das kommt jetzt langsam rein. Der Förster hat keinen Platz mehr. Das ist aber von mir aus in Ordnung. Das bedeutet nur, dass er seine Arbeit gut macht. Irgendwie kriege ich euch alle drei hier unter. Ihr wollt oder nicht. So. War das so schwierig? Ich will einen Überschuss haben. Sagte, ich möchte einen Überschuss haben. Im Kampf gegen das Böse. Ah, er hat uns jetzt einen Siegpunkt beschafft. Bald ist es geschafft. Ihr benötigt nur noch einen einzigen Sieg. Was? Was? Wir haben noch nicht mal versucht zu kämpfen und benötigen noch einen einzigen Siegpunkt. Okay. Wenn du das sagst, Spiel, dann werde ich dir nicht widersprechen. Alles Ketzerei schon wieder. So, gebt Gummi, Leute. Ihr braucht versteinerte Straßen. Es fehlen Steine, okay. Zur Kenntnis genommen, Spiel, zur Kenntnis genommen. Ich versuche halt einfach nur eine vernünftige Siedlung aufzubauen, bevor wir den Gegner angreifen. Aber kaum, dass wir unsere Siedlung fertig gebaut haben, haben wir schon gewonnen. So, zwiebeln wir uns kurz mal die Steine weg, die noch hier drin sind. Und dann würde ich sagen, von hier aus können wir uns noch ein bisschen mehr Getreide beschaffen. Da unsere Mühle immer zu tun hat. Ey. Unterbinde diese Ketzerei. So, ihr dürft wieder. Keine Rohstoffe gefunden. Einfache Verpflegung. Boah, nee, das hilft ja natürlich herzlich wenig. Wie um alles in der Welt hat die Keulen jetzt schon wieder alle weggekeult? Ich stampfe einen von euch ein. Den hinteren hier. Aber das Wild sich ein bisschen erholen kann. Dem fehlt es an Getreide. Getreide wird gleich angetanzt kommen. Wir könnten mal wieder ein bisschen Platz gebrauchen. Problematisch. Den können wir hinsetzen, einfach nur für den puren Bevölkerungsplatz. Sollten wir das? Ja, komm, machen wir das. Was fehlt uns noch? Wir haben noch keinen Radmacher.
Gutes Rat ist teuer. Ihr wisst, dass ich das machen musste. Es gab für mich keinen Weg, das nicht zu sagen. Zwei Räder und dann von mir aus noch ein Weber. Weil wir uns nicht sehr viel mit Kleidung befassen werden. Aufs Spiel kommen. Na gut, zu dem Weber kommt dann noch ein Schneider und dann wird das schon passen. Wir haben zwar momentan nicht vorzuhandeln, aber wisst ihr was? Bauen wir uns trotzdem unsere Händlergelder hier oben hin. Und es gibt keinen Grund dafür, das nicht zu tun. So, das ist einfach nur, damit es vernünftig aussieht. Und dann hätte ich gerne Steinwelle. Auch damit das einfach nur vernünftig aussieht. Die Kaserne benötigt dann auch einen Ausbau. Die Kirche von mir aus ehrlich gesagt auch. Wir haben das sowieso schon gewonnen, sobald wir anfangen, uns eine vernünftige Armee aufzustellen. Sobald wir den Feldmarschall aus Versehen kriegen, war es das doch schon. Und das können wir recht schon vergessen. Wir können uns aber wieder Pater holen. Also, ab dem Ausbau können wir uns Pater holen und weiter forschen. Denn warum zum Henker auch nicht? Und euch wollte ich jetzt wieder arbeiten lassen. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Ein Ernstspiel? Weiter so. Gewinnen wir gerade aus Versehen schon wieder? Ohne auch nur einen einzigen Tropfen feindlichen Blutes zu ver... Okay. Drakorian mordet sich aber auch ordentlich durch unseren Gegner. Drakorian ist ein neuer bewaffneter Dummkopf. Der kann gar nichts. Und der ganze Gegner ist tot. Weil ihr gerade zu inkompetent seid, euer Wild zu finden. Da drüben. Da sind Keulen. Macht euch auf den Weg. Da passt doch ein... Wir haben ja einen Brunnen. Kriegt euch ein. Im Radmacher fehlt ein Eisen. Wir haben Eisen. Die Minen gehen auch nicht leer. Nö. Das funktioniert also alles. Könnten wir, aber es gibt keinen Grund dazu. Jetzt haben wir einen Keulenmangel. Sehr akuten. Wir haben noch nicht mal wirklich Truppen ausgehoben. Die Kanonengießereien waren auch alle einfach nur so da. Sekunde, ich will Schneckengeschwindigkeit. Ich möchte sehen, da ist eine Kanonengießerei. Die wir nicht nutzen können, verstehe. Gibt es hier eine Kanonengießerei? Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Immerhin etwas. Das Schöne ist, dass seine Siegpunkte auch zu unseren Siegpunkten zählen. Und der handelt einfach weiter. Drakorian, der schwarze Handelsritter. Ludovic, der handelt auch überhaupt gar nicht. Erstmal speichern. So, dann lassen wir das kurz einfach auslaufen, weil wir jetzt gewonnen haben. So einfach war das. Haben wir überhaupt eine Stunde gebraucht? Wahrscheinlich, weil wir einmal neu angefangen haben. Oh, dramatische Siegpunkte sammeln. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das ist so dramatisch, da könnte ich fast vergessen, wie Borst uns eiskalt hintergangen hat. Das habe ich nicht kommen sehen. Das verletzt mich immer noch so. Hey, Sieg durch... In unserer Hüpfburg.
Ihr habt tapfer gekämpft, Prinzessin. Bestimmt. Ich bin sehr beeindruckt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, Prakorian. Es scheint, als wären wir ein gutes Team. Das war eine Anschuldigung, kein Kompliment. Als wäre es schon immer so gewesen. Und doch, ohne diesen Wink des Schicksals wären wir immer noch Feinde. Und ich bloß ein Spielball meines Vaters. Ich schipp's nicht. Okay, etwas mehr als eine Stunde, aber wahrscheinlich nur, weil wir neu anfangen durften. Vermögen 10. Wie viel Geld haben wir überhaupt gekriegt? Ach so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen möchte. Das ist... Ich möchte es lächerlich nennen, aber... setzen wir die Kampagne fort. Tun einfach so, als wenn nie was gewesen wäre. Ja, da gehen wir zunächst mal hin. Gut, liebe Gemeinde. Das war Vaters Vergeltung. Wir haben nicht mehr genug Tacken daraus gekratzt, um uns in der Lage, um uns im Krämerladen irgendwas Vernünftiges zu leisten. Ja, wir haben wirklich nicht genug für die günstigsten Sachen. Geschweige denn irgendwas anderes. Nun denn, das war diese Aufnahme. Wir wurden böse verraten, haben uns kaum davon erholen können. Haben wir. Ich bin immer noch ein bisschen baff. Ich komme sehen. Nun gut, genug der Blödelei. Bis zur nächsten Aufnahme, wenn wir wieder aus Versehen gewinnen, ohne irgendwas zu machen. Denn viel Spaß und Cheerio!